Hallo und herzlich willkommen zurück zur 8. Folge von GTA 5. Wir befinden uns momentan immer noch im Hinterhalt mit Franklin und wir müssen jetzt von dem Bullen abhauen. So, schnell hier drüber. Okay. Raus da. So, einsteigen, Leute. Wir müssen weg hier. Okay, abseits irgendeiner Straße. Oh Gott, da könnte ich jetzt erstmal lustig werden. Weil die Bullen hier ein bisschen anhänglicher sind als in anderen GTA-Teilen. Zumindest in GTA 4. Okay, hört mal auf zu schießen. Okay, am besten wäre irgendwie ein Parkhaus. Parkhaus wäre super, glaube ich. Wow. Nothing righteous about this shit, acting like big dog. Okay, wo finden wir jetzt hier am besten Parkhaus? Man, I'll get the cop mentality. Okay, wir sind hier schon mal, glaube ich, aus dem... Nein, der kommt von da vorne einer. What the cops care about us getting away? Mist. Ein Parkhaus. Wo finden wir jetzt sowas? Vielleicht hier rein. Oh, das war doof. Ich hab gedacht, hier kann ich irgendwo durchfahren. Gib Gas! Das ist halt eine Schrottkarre. Na, da verstecken jetzt auch doof. Okay. Da haben die sich aber einfach abschütteln lassen. Da war doch sonst komplizierter. Erst recht mit drei Sternen, wenn man dann noch einen Heli hinter sich hat. Ich lass die Karre mal hier draußen stehen. Oh, ich muss da reinfahren, weil der Punkt da drin ist. Fahren wir mal da rein. Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no, nigga. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. Hell no, yeah. Nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed. He's a hook-ass nigga, I told you. Nigga, go toss a salad, stretch mark-ass bitch. Fucking buster. Bestanden. So. Kopfschüsse 7 von 10. Mist. Okay, Kontrollpunkt unversehrt. Missionsziel-Treffergenauigkeit. Na dann. Fahrzeuge können bei gegen kleine Gebühr ausgelöst werden. Was? Na toll. So, was macht denn der Hund? Ist der Hund hier drin? Hundi! Schwebt die gerade ein bisschen? aber sonst geht's gut? Die braucht ihre Tabletten. Nice and tight, nice and tight. I am 18 inside, baby. Ich trinke erstmal ein Bier. Das hält sie hier sonst nicht aus. Pisswasser. Die gute Bier. So, erstmal HP mitgenommen. So, wo ist jetzt der Hundi? Können wir hier raus? Na toll. Hundi ist irgendwo hinten. Geh mal hinten raus. Die ist noch am Paddeln. Oh Gott. Hundi.
Hier bin ich einfach hin und hier. Was kann ich mit dir machen? Was? Drücke? Kannst du zu Grundstück im Wald zu bringen? Wie? Hä? Take yourself home, boy. Let's hit the pavement. Come on. Wie gehe ich jetzt mit dem spazieren? Drücke linke Maustaste, um Shop wegzuschicken. Nee, komm mit. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Was? Gab's hier nicht mal sonst? Da haben wir doch. Ball. Ja, hol den. Vielleicht sollten wir hier keinen Ball spielen. Ja, hol den Ball. Ja, hol den Ball. Wie geil ist das denn? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, bring den Ball. Ja, bring den Ball. Ich auf der Straße rennen. Braver Junge. Ja, kann man den streicheln? Ja, komm, ich will dich streicheln. Ja, komm, streichel die bisschen über den Kopf. Ich hab dich ein ganz Breiner. Breiner. Feiner und braver. Ist ein Breiner. Ja, hol den Ball. Ja, hol den Ball. Der findet er nicht. Ja, komm, da schaffst du. Ja, bisschen ganz Breiner. Ganz Breiner. Ja, bisschen ganz Breiner. Ich sag jetzt nur noch Breiner, ey. Nein, ich mach das nicht. Das wäre gemein dem Hund gegenüber. Und die ganzen Tierschützer wieder an. So einen virtuellen Hund. Das macht man nicht. Wenn man den Ausfall sehen auf der Straße wie auf dem Ball. Das wäre gemein. Ich habe aufgepasst, da kommt kein Auto. Siehst du, da kommt keiner. Da kommt keiner. Ja, bisschen ganz feiner. Hier, bisschen ganz feiner. Hier, bei dir ein Spitzer. Ja. Ich will dir ein Leckerli geben. Leckerli, Leckerli. Ja, komm mit. Ja, komm, genug gespielt. Ja, komm. Frank, den muss ein paar andere Sachen machen. Ja, komm. Ja, komm her. Ja, komm her. So, wie kann ich dich jetzt wegschicken? Ich glaube so nicht. You know the way home, Chop. Go. Ich komme näher wieder. Versprochen. Hundi. So. Nee, das nicht. Nee, das nicht. Das wohl. Nein, Moment. Ach nee, ich. So. Haben wir überhaupt eine Aufgabe mit Franklin? Ich glaube nicht. Ne? Ich sehe oben noch eine Michael-Aufgabe. Aber sonst, eine letzte Aufgabe haben wir auch noch. Ich glaube, wir müssen mal auf Michael... Nee, das will ich gar nicht. Wir wechseln mal auf Michael und zwar so. Na, Michael fährt erstmal hier ein Stückchen im Auto rum. Mit ganz toller Musik. Die Musik ist auch ganz toll. Nur nicht so toll für die GEMA. Was, Lester? Muss halt eine Aktienbörse reinzuschnuppern. Hier ein Link, hier kannst du mal umsehen. Warte, Moment, wie geht. Nee, das nicht. SMS. Martin. Aktienhandel. Drücke X um verlinkte Webseite. Okay. Ja, ich kenne mich mit Aktien auch so gut aus. Wow. Mhm. Ja, 7700. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich viel in Aktien investieren soll. Danke, Lester. Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, was haben wir? Wieso haben wir denn hier auf einmal wieder grüne Dinger? Hä? Der müsste blau sein. Michael, Lester. Ich glaube, wir fahren erstmal nach Lester hin, oder? Fahren wir mal nach Lester. Mal gucken, ob der, was der so Schönes für uns hat. Den müssen wir auch mal wieder begrüßen. Der hat ja mal wieder irgend so ein tolles Handy. Wer ruft mich denn jetzt an? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro.
Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Wie die alle die Nummern haben. Gut, man konnte von dem die... Ach, der ist dort. Der ist für Raubüberfälle freigeschaltet, der Typ. Ach, der. Naja, ich weiß ja nicht. Oh, yeah. Ja, super. Naja. Also erstmal der Lester. Aber die Nummer von dem habe ich ja jetzt auch. Die stand ja da oben links. So toll hat er sich auch nicht geschützt. Lester! Na, bist du zu Hause? Hast du nicht mal vorhin irgendwo anders gewohnt? In ein paar Folgen davor? Sah schon irgendwie schöner aus, mal. Mike, I said look nice. Can you put a suit on, please? You're boring me, Michael. Just go change. Besorg dir aus deinem Kleiderschrank und einem gehobenen... Was? Oh Gott. Komm, ernsthaft? Na tolle Wurst. Jetzt können wir erstmal kurz nach Hause fahren, oder was? Unterschlupf, die Familie... Mit? Wie Unterschlupf? Wo ist denn Unterschlupf? Zu Hause, dort? Ja. Aber wenn ich jetzt nach Hause fahre... Da starte ich eine andere Mission. Moment, ein gehobener Laden zum Anziehen. Ich glaube, der ist doch hier. Fahren wir mal da ein. Jetzt muss ich mir noch Anziehsachen holen oder so. Vielleicht kriege ich die Sachen ja da umsonst, weil ich die ja zu Hause schnapp. Mache ich im Geschäft auch immer so. Ich auch mir in meinem Bekleidungsgeschäft meiner Wahl und gehe mal rein und sage, das darf ich umsonst mitnehmen, das habe ich schon zu Hause. Ich möchte so nicht nach Hause gehen, mich umziehen. Deshalb nehme ich das hier mit. Müsste doch hinhauen. Man lernt ja fürs Leben in GTA. Die Musik? Wo ist die Musik? Nein! Ja, bieg einfach ab. Mal gucken erstmal, was die Kleidung kostet. Ist ja trotzdem umsonst. Und wenn nicht, muss ich doch erst nach Hause fahren und eine andere Mission machen. Jo. Wird er langsam heller ein bisschen? Ah, das sieht schon richtig cool aus, das Spiel. Wenn man es mal vergleicht mit Watch Dogs, was ungefähr vor einem Jahr für den PC erschienen ist, sieht auf jeden Fall schon ein Stückchen besser hier aus. So. Ist das unser Auto? Ich glaube schon. Hallo. How are you? Na? Alter, was bist... Na, kann ich mir... Hast du die Anzüge? Wo sind die Anzüge? Sind das die Anzüge? Jacken. Was kosten die? Was? Ich hab doch so einen Anzug. Wieso? Sorry, ist doch ein bisschen, ich hab mich vertan, meine ich. Ich wollte eigentlich zum Friseur und ich muss hier weg, ist er teuer. 5000 für so einen Anzug. Ist der maßgeschneidert oder was? Fahr ich doch nach Hause. Mach da erstmal die Mission. Die sind doch durch. Wieso hat er sich eigentlich umgezogen? Ich habe mich doch letztens erst umgezogen. Ich hatte erst so einen schnieken Anzug angezogen. Geht hier nur mal, zieht sich Michael einfach so um, oder was? Okay, nicht in den Kreis laufen. Was?
Was? Moment, was ist denn hier los? Sekunde. Hä? Ich höre die Bullen noch irgendwo. Wo sind die? Wie? Oh shit. Was? Was denn? Rennt da hinten ein Badeanzug rum? Nicht Badeanzug, ich meine in so einem, ihr wisst schon, in so einem Bademantel. Naja. Die elektrische Tür und nicht in den Kreis laufen. Und gehen wir morgens langsam an diesem Kreis vorbei. Shit, ich muss doch irgendwie, ich gehe über den Hof da rein. Papa ist zu Hause, weh, die Türen sind zu. Danke. Hallo? Hallo? Whisky trinken, klingt gut. So, jetzt mal ordentlich einen Schluck hier. Ja, ist gut. Wir wollen uns ja hier nicht besaufen. War ja nur ein bisschen dafür, um den komischen Geschmack aus dem Mund zu kriegen. Papa ist zu Hause. Hier ist ja gar keiner. Wo sind die denn alle? Und du bist auch nicht da. Wo ist der Junge hin? Der Junge hat den Fernseher ausgemacht und... Hallo? Ja, nee, ich meine nur, steht jetzt einmal... Tü-lü-tü-tü. Was ist das denn? Musikinstrument? Aha, ein Musikinstrument, was auf Feuer läuft und ganz lustige Geräusche macht. Mhm. Ja. Toll, hast du kaputt gemacht. Jetzt qualmt das Ding. Wow. That stuff is strong. That is real strong. I am weak, but that is strong. I can't feel my legs. Or my head. Have I lost my head? Nope. But there it is. I have a head. I got a brain. I can't feel a shit. I can't feel shit. Bilder. Wow. Ein Skatkabel. So. Jetzt ziehen wir es mal oben. Wo geht's eigentlich hier hin? Hm. Bestimmt zum Nachbarn. Anzüge. Nee, Anzüge schon richtig. Boah, nee. Ja, der ist der Hot. Nee, mal. Hast du den jetzt an? Schön. Können wir jetzt endlich nach Leicester fahren? Wollt ihr jetzt mal sprinten? Oh. Wife always say, not clean enough. Mit? Wo kommst du denn her? Hallo? Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Habe ich Sie bezahlt? Hallo? Warum gucken Sie sich jetzt die Ecke an? Hallo? Nee. I'm nearly done. Mit was? Gehst du mit dem Küchenschwamm an die Wand ran? Da ist doch nichts. Was machen sie jetzt hier? Ich kenne die Frau nicht, ich habe die nicht eingestellt. Wer sind sie und können sie das komische hässliche Bild da vorne mal mitnehmen? Ja, Alter, ist das... Mrs. Amanda liked to see herself in everything. Aha. Ich kenne die nicht. Alter Falter. Was ist denn da kaputt gegangen? Ist das gruselig? Jo, ich würde ja gerne ein bisschen schneller laufen, um hier rauszukommen, aber ich darf ja nicht. Michael rennt ja nicht so gerne. Jetzt rennt er wieder gerne. Was geht denn jetzt hier ab?
Streut er mir hier Blätter hin? Willst du mich verarschen? Hä? Der pustet mir hier Blätter hin. No te escucho bien, el soplador. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Oh Gott, was habe ich denn hier eingestellt? Da muss ich aber echt nochmal gucken. Irgendeine fremde Frau, die da irgendwo durch die Wohnung läuft? Irgendein Typ, der sein ganzes Laub hier bei mir im Garten rumbläst? Da bringt der extra von zu Hause mit, oder was? So, nämlich der Psychiater wäre eigentlich auch nicht mal schlecht. Müssen wir die auch mal wieder hin. Aber ich würde mal sagen, wir fahren nach die Familie. Hä? Nee, ich will alles da. Was ist denn das? Moment mal eben, ich habe jetzt irgendeine Taste. Ach, die Taste habe ich gedrückt. Warum ist aber alles lila geworden? Hä? Naja. Hat er noch ein paar Auswirkungen von dem Musikinstrument von eben, das auf Feuer läuft? Sorry, hören Sie auf zu hupen. Ja, na gut. Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Du kannst jetzt entscheiden, ob du Michaels Familie mir helfen willst. Na gut. Oh, now you want me. All right, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Was? Na Gott. Machen wir. Da fahren wir halt nicht nach Leicester hin. No. So, mal ein bisschen Gas gegeben. Das macht er nichts. Der fährt einfach weiter. Die alle so panisch hupen. Musst du nochmal hier durch. Ja. Ich sehe nichts mehr. Die Haube ist aufgegangen. Ja. Seid ihr denn alle durch? Bleibt doch mal stehen, wenn ein Unfall ist. Passiert hier ein Unfall und alle fahren weiter. So, was gibt es jetzt hier? Steig in den Streifenwagen? Was? Get out of the car! Okay. Was? Get us out of here! Bring uns hier weg? Ja, natürlich. I do not want to go to prison. Relax, I got this. Ja, tolle Wurst. Let's go, Michael! Don't worry. I know what I'm doing. So, mal kurz ein bisschen verstecken hier drin. Ich will hoffen, dass die mich dann nicht mehr so schnell sehen. Die fahren hier genau rein, dann hier die fahren über die Autobahn. Aber ich glaube, das müsste hinhauen, wenn ich mich hier drin verstecke. Außer die fahren gleich vor mir irgendwo vorbei oder genau die Straße hier durch. Bei meinem Glück bündeln die sich gleich hier alle. Ja, sehr schön. Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Das ist ein guter Tipp mit dem Verstecken. Then I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you. I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Where are you going? Hello? No seatbelt? I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging? No, not at all. You're loving this, aren't you?
Oh, yeah. Risking prison, getting shot at. Love, love, big love. Are we going home? So this is what it's like to be you. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this Lovers on the Run act? Can we drive home, please? You know, I'm sort of thankful for this. Thankful? This is the worst day of my life. Ah, come on, you're doing your part. Your spending habits have got us into a sticky financial situation, so you're cutting corners. Really? My spending habits? I've seen your day trader account. Oh, hey, that's private. I swear, password protection, it ain't even sacred no more. Give it up. You pissed our savings down the toilet. Really? Our savings? Yeah, our savings. I gave up everything to start this life with you, you selfish shit. Yeah, okay, all right, whatever. Our savings. It's just, look, you can't look at the day-by-day figures. You gotta look at the overall, the, you know, the net figure. I've seen the net. It's a fucking disgrace. Hey, I'm bringing it around. Sure you are. Just please give me some warning before they repossess. It ain't that bad. Couple of weeks. A day, even. I don't want to be there. Honey, we're fine. Sure. Oh Gott. Die Alte. Weg hier. So. Ich habe irgendwie Angst, wenn ich in den Punkt reinfahre, dass da irgendwas passiert. You're gonna go or what? Schnauze! So. Naja, ich will mal sagen, wie es weitergeht und ob ich die alte EW irgendwie loswerde. Das sehen wir alles in der nächsten Folge von GTA 5. Bis zum nächsten Mal.